Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Wieso Politik, Mr. G. In diesem Video geht es um die Unterscheidung von Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Der Unterschied zwischen einer Gesinnungsethik und einer Verantwortungsethik wurde von Max Weber in einem Vortrag mit dem Titel Politik als Beruf gemacht. Hier geht es um die Frage, wie Politiker Entscheidungen treffen sollen. Anders gefragt, ist politisches Handeln dann schon gut, wenn die Absicht, also die Gesinnung gut ist, oder nur dann, wenn Politiker sich über die Folgen ihrer Entscheidungen im Klaren sind, da sie diese Folgen natürlich verantworten müssen. Max Weber unterscheidet also streng zwischen einer Gesinnungsethik und einer Verantwortungsethik. Anders gesagt, wird unterschieden zwischen einer Gesinnungspolitik und Verantwortungspolitik. Die Gesinnungsethik ist eine Politik, die der Gesinnung folgt. Sie ist eine Art politisches Bauchgefühl. Und dieses politische Bauchgefühl ist schnell, instinktiv, emotional und vor allen Dingen prinzipieller Natur. Bei der Gesinnungsethik handelt es sich also um einen moralischen Grundsatz, der besagt, dass allein die Gesinnung, also die Überzeugungen, der Glaube oder die Weltanschauung, die man hat, der alleinige Maßstab für politische Entscheidungen und politisches Handeln sein soll. Hier stehen ganz klar Wünsche und Ideale, nach denen das politische Herz strebt, im Vordergrund. Die Gesinnungsethik ist also idealistisch und gefühlsbezogen. Und der Grundsatz einer Gesinnungspolitik wäre: Tue das, was du moralisch für richtig hältst. Die Verantwortungsethik ist eine Politik der Verantwortung. Hier handelt es sich also um politischen Verstand. Und dieser politische Verstand ist langsam, rational, abwägend und kompromissbereit angesichts der tatsächlichen Möglichkeiten. Bei der Verantwortungsethik handelt es sich also um einen moralischen Grundsatz, der besagt, dass allein die Verantwortbarkeit von absehbaren Ergebnissen und von erwartbaren Folgen der alleinige Maßstab für politische Entscheidungen und politisches Handeln sein soll. Hier steht also die Wirklichkeit, Zahlen, Daten, Fakten im Vordergrund, denn der Wirklichkeit muss sich der politische Verstand natürlich stellen. Die Verantwortungsethik ist also pragmatisch und sachbezogen. Und der Grundsatz einer Verantwortungspolitik wäre: Bedenke die Folgen deines Handelns und deiner Entscheidungen, da du für diese Folgen Verantwortung tragen musst. Tja, jetzt ist es ja nun einmal so, dass politische Fragestellungen sowohl die Gesinnung als auch das Verantwortungsgefühl ansprechen. Und politische Fragestellungen kommen ja sehr häufig als Ja-Nein-Fragen daher. Beispielsweise: Soll man den Mindestlohn erhöhen? Soll Europa Flüchtlinge aufnehmen? Soll Deutschland Waffen exportieren? Soll man Entwicklungshilfe leisten? Soll man den Freihandel fördern? Soll man Abtreibungen verbieten? Soll man Reiche höher besteuern? Zum Beispiel. Und ein Gesinnungspolitiker, der hätte natürlich sofort eine Antwort parat. Denn der Gesinnungspolitiker würde natürlich auf sein politisches Bauchgefühl vertrauen und je nach Gesinnung die Frage einfach mit Ja oder Nein beantworten können. Ja, ein Verantwortungspolitiker würde natürlich die möglichen Folgen von Entscheidungen durchdenken. Hier würde über kurzfristige und langfristige Konsequenzen nachgedacht. Es würde die Verhältnismäßigkeit einer Entscheidung geprüft, indem man über Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit einer Entscheidung nachdenkt. Man würde natürlich immer auch alternative Möglichkeiten prüfen. Man würde die gesellschaftliche Akzeptanz einer Entscheidung bedenken. Man würde natürlich sich fragen, wie sich eine Entscheidung auf politische Mehrheiten auswirkt. Man würde natürlich das Gemeinwohl und Einzelinteressen abwägen. Und man würde sich eigentlich immer generell fragen, wer von einer Entscheidung einen Vorteil hat und wer von einer Entscheidung möglicherweise einen Nachteil hat. Der Punkt ist der, dass natürlich
alle Politiker irgendwie eine Gesinnung haben, aber natürlich nicht nur auf dieses Bauchgefühl vertrauen sollen, sondern natürlich entsprechend auch den politischen Verstand benutzen, indem sie ihre Entscheidungen einfach gründlich durchdenken. Die Aufgabe von vernünftiger Politik muss es nun sein, Gesinnung und Verantwortung in Einklang zu bringen. Max Weber ging davon aus, dass die Verantwortungsethik eigentlich die bestimmende Ethik einer komplexen Gesellschaft und einer komplexen Realität sein müsse. Persönliche Gesinnungen müssten sich in einer komplexen Welt der sozialen Realität anpassen und natürlich nicht umgekehrt. Angesichts zunehmender Komplexität würde, laut Max Weber, also der Einfluss von persönlicher Gesinnung auf die Politik sinken und der Einfluss von politischer Vernunft und sozialer Verantwortung auf die Politik steigen. Wie sieht es denn jetzt heute aus? Nun, gegenwärtig kann man verschiedentlich durchaus den Eindruck bekommen, dass die Komplexität von Gesellschaft, Technik und Umwelt Menschen zunehmend überfordert und daher der Einfluss von persönlichen Gesinnungen eher zunimmt und Menschen lieber ihren Gesinnungen vertrauen, anstatt sich mit komplexen Problemen und Fragestellungen sachlich und konstruktiv auseinanderzusetzen. Einige Menschen gehen sogar so weit und erschaffen sich lieber ihre eigene Realität, indem sie Tatsachen in ihrem Sinne einfach ändern oder gänzlich leugnen und ihre eigene Realität auf sogenannten alternativen Tatsachen, Falschmeldungen, also Fake News und Verschwörungstheorien aufbauen. Andere Menschen versuchen dagegen durch die Idee einer politischen Korrektheit und eine gendergerechte Sprache eine Art des moralisch richtigen Sprechens und Denkens festzulegen. Ja, das Problem dieser, sagen wir mal, gesellschaftlichen Abgrenzungsprozesse ist allerdings, dass eine vernünftige und sachliche Diskussion politischer Herausforderungen und Fragestellungen deutlich schwieriger bis unmöglich wird, wenn sich Gesellschaften weder auf eine gemeinsame Realität noch auf eine gemeinsame Sprache einigen können. Ja, zurück zu Max Weber. Max Weber versteht Politik als ein langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß. Ethische Gesinnungen, also leidenschaftliche Ideale, sind natürlich wichtig, damit Menschen sich überhaupt für Politik begeistern können. Aber eine sachliche und konstruktive Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Realitäten ist die wesentliche Voraussetzung für verantwortungsvolle Politik zur Erreichung gesellschaftlicher Ziele im Sinne einer Verantwortungsethik. Gesinnungsethik und Verantwortungsethik sind also kein Gegensatz, sondern im günstigsten Fall bilden Gesinnungspolitik und Verantwortungspolitik gut ausbalanciert ein produktives Spannungsverhältnis. Anders gesagt, Leidenschaften begeistern für Politik, aber Verantwortungsbewusstsein macht aus Leidenschaften vernünftige Politik.